Ein paar Stunden später. Oh, okay. Die Wand ist wohl sehr marode. Gerissene Wand. Na komm, brech Essen, damit können wir doch jetzt bestimmt. Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Da könnten ja irgendwelche Starkstromkabel verlegt sein oder so. Ich lasse es lieber. Ach, schade. Wird er den Ball drauf werfen oder was? Einfach weitermachen. Ein paar Stunden später. Oh, es wirkt. Gebrochen an der Wand. Der Ball macht Risse in die Wand. Aha. Na dann mal weiter. Immer schön. Weiter spielen. Eine sehr morsche Wand. Ein paar Stunden später. Oh. Super. Jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Mutter. Können wir doch die Mutter vielleicht nicht? Als ob das klappt. Oh. Ratte. Können wir die Ratte irgendwie... Hey, oh, tote Ratte. Sieh mal einer an. Hab wohl meinen Zellengenossen gedünstet. Tja. Gekochte Ratte. Im Inventar. Und jetzt ertränken die Ratte. Warum nicht? Ja. Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten. Aber nun verrotte. Als ob das was bringt. 48 Stunden später. Der nächste Tag schon. Und es ist immer noch Montag. Hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwöre ich. Hey Murray, kommen Sie mal her. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's. Das ist unmenschlich. Kommen Sie. Sie müssen was unternehmen. Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Seife. Schreib sie dir. Du weißt schon, wohin. Jo. Genau die wollen wir. Ah, das reicht nicht. Ich muss hier raus, Murray. Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Oh je. Verdammte Scheiße. Aber wir haben jetzt eine Seife und... Ja, was genau... Den Rest haben wir ja nicht, oder? Haben wir den? Können wir damit jetzt eine Bombe bauen? Ja, wasch mal das Ding. Ich will keine Seife verschwenden, die brauche ich für die Bombe. Ja, ist richtig. Ja, nee, oh, als ob. Jetzt riecht der Schwamm nach toter Ratte. Also wie jeder gewöhnliche Schulschwamm. Wie die Schwämme in der Schule. Das soll nicht stinken. Aber Moe soll stinken, oder? Das können wir doch, das können wir jetzt hier. Türschlitz. Na, nice. So muss das. Wart's nur ab, Murray. Das stinkt. Wart's nur ab. Murray, kommen Sie her. Das müssen Sie sich anschauen. Na. Was so... Also, mein Gott. Was ist denn hier passiert? Mann, was zum Geier stinkt denn? Dem hat's noch nicht so gestunken. Ich hab's ja gesagt, das ist absolut unmenschlich. Ich kotze hier alles voll, wenn Sie mich nicht sofort rauslassen. Na gut, na gut. Ich wusste ja nicht. Hey, raus hier, du blöde Katze. Katze? Murray, oh nein, die Katze des Todes. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Ich glaube, du hast deine Lektion gelernt. Holen wir dich da mal raus. Okay, wieder okay, draußen. Hör zu, Gefangener. Wir stecken dich für den Moment mal nicht da rein. Aber das ändert nichts. Deine Grundhaltung gefällt mir nicht. Und deswegen wirst du hier nicht einfach so rumspazieren. Was soll das heißen, Murray? Problemfälle wie du müssen hier was beisteuern. Bruno ist hier Küchenchef, Box kümmert sich um die Wäscherei und du... Du wirst der neue Gärtner. Ah ja, damit haben wir ja schon angefangen. Gab's nicht noch einen langweiligeren Job?
Ich will lieber ein Wächter mit einer Knarre auf dem Wachturm sein. Du tust, was man dir sagt, Junge. In deinen Träumen. Und was zum Geier soll ich machen? Nun, erstmal müssen wir herausfinden, ob du dich überhaupt eignest. Geh zum Feld, da findest du alles, was du brauchst, und pflanzt diese Samen. Mal sehen, ob was wächst. Na, das kriegen wir doch hin. Wenn ich sehe, dass es geklappt hat, hast du den Job. Morgen? Bis morgen, ja. Ich versuch's. Gute Nacht. Aber mit Freiluftgärtnerei kenne ich mich nicht so aus. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich werde mein Bestes geben. Will sie nicht enttäuschen. Braver Junge. Zeig mir, dass du was anpflanzen kannst und du wirst der neue, reguläre Gärtner. Dann kriegst du sogar den Schlüssel zur Werkzeugkiste. Ui. Okay. Na, den können so wir. So machen wir's. Den können wir gebrauchen, aber bis morgen haben wir keine Zeit, obwohl wir haben schon zwei Tage da drin verbracht. Und ich habe eine von vier Zutaten für die Bombe. Der Panzer, den Sleazy gestern erwähnt hat, wäre sicher auch nicht schlecht, aber ich glaube kaum, dass er den hat. Naja, kann man ja trotzdem mal schauen. Ist ein bisschen unlogisch, weil... Ja. Wir haben schon zwei Tage dort drin verbracht in dem... Hä? Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich ziehe es aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon zwei. Ich heiße übrigens Martin. Hey, Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, also Randall? Nicht. Das haut dich aus den Socken. Ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel es für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Auch ein Ich habe nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal, wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab eine Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte. Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Bestimmt eines der Zutaten. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Kann man bestimmt. Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war es plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du bekommst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Das nehme ich zurück. Also... Abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser, du wirst absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick und dann gebe ich dir das Medaillon. Klar, wenn du es sagst. Übrigens, weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? So Sachen habe ich nicht. Wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Scheint hier dieses Schraubventil zu sein. Eigentlich nicht, aber egal. Irgendwo kann das noch nützlich für sein. Du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauche das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob es mich da noch gibt. Wie das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin nur... Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Ja, klar. Oh Mann. Was ist los? Aber ich kenne noch den... Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern zu lassen, weißt du, wo du mich findest. Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg. Okay, aber wir haben doch hier auf jeden Fall Schachtel Samen. Wir haben einen Schwamm und wir haben auch ein Maßband, was wir für nichts brauchen. Das könnten wir dem geben. Mal, Sleazy, wir reden nochmal mit dir. Hey, was geht, Sleazy?
Seh mal einer an, wenn das nicht der Grünschnabel ist. Ich hörte, du hast deine erste Nacht im Loch verbracht. Hat's Spaß gemacht? Könnte wetten, du willst da wieder rein. Nee, glaub mir, das will ich sicher nicht. Hör zu, Grünschnabel, wenn ich du wäre, würde ich mich im tiefsten Loch verstecken, das du finden kannst. Hör mal, mein Freund, Randall Hicks ist kein Feigling. Tja, wenn man dich so anschaut, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Was soll das heißen? Das heißt, sei bei den Schwestern vorsichtig. Ich höre, die sind echt sauer auf dich. Die wollen offensichtlich deinen Kopf auf einem Spieß. War nur ein Spaß, Junge. Keiner will deinen Kopf. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem vom einen oder anderen fernhalten. Danke. Übrigens, irgendwas ist anders an dir. Anders? Was meinst du? Hier ist nie irgendwas anders. Also, kommst du immer noch gut an Sachen ran, ja? Das stimmt. Was brauchst du denn? Tja, den Panzer brauch ich nicht. So einiges. Ich höre, Grünschnabel, worum geht's? Ich brauch Frittierfett, Streichhölzer und Dünger. Kein Problem. Kannst du morgen alles haben. Ah, ich brauch's heute. Es. Das Detail hatte ich vergessen. Hey, ich weiß, was los ist. Du rauchst wieder, oder? Wieder? Hab nie aufgehört, seit ich hier bin. Meinst du nicht, das ist eine schlechte Angewohnheit? Du solltest mal Nikotinkaugummi probieren, ist auch gesünder. Gute Idee, aber ich hab kein Nikotinkaugummi. Das Einzige, was ich nicht besorgen kann, ist echt frustrierend. Ich hatte aufgehört, bis ich hierher kam, aber wegen dem ganzen Stress habe ich wieder angefangen. Tja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um aufzuhören. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass ich mich echt an den Kaugummi gewöhnt hatte. Hat mir sogar richtig gehend geschmeckt. Tja, dann ist ja heute dein Glückstag, mein Freund, weil ich dir nämlich vielleicht was besorgen kann. Ehrlich? Klar, du wolltest mir doch einen Panzer besorgen, oder? Dann sind wir quitt. Ein Panzer? Okay, aber das dauert bis morgen. Ist schon okay. Du kannst mir doch sicher was im Austausch anbieten. Ja, klar. Mir fällt gerade ein, ich muss noch zum Zahnarzt. Echt? Na dann lieber du als ich. Ich gehe noch zur Massage. Ja, klar. Also wenn du mir die Sachen heute gibst, dann komme ich dir sicherlich. Kann ich dir bestimmt... Wo ist denn das? Bestimmt in unserer Zelle. Ich gehe erstmal zum Hinterhof. Oh, Katze des Todes. Scheiße, ich glaube, das Vieh läuft mir nach. Das mag dich. Hey, du. Schleichst du mir hinterher? Oh, der scheiß Katze gruselt mich. Vergiss es. Ich streiche kein Tier, das mein Todesdatum kennt. Tja. Also, einpflanzen. Gepflügt ist es ja schon. Haben wir schon vorher erledigt. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will es aber nicht beschreien. Es bräuchte nur noch Wasser. Ein Schlüssel für das, für die Gärtnerei-Kiste. Tja. Jetzt müssen wir die Wespen verjagen und so weiter. Tja. Zack. Die nehmen wir uns doch mit. Und wofür können wir das bestimmt gebrauchen? Ja. Laub. Ja, genau. Was wir nicht so alles kriegen. Ich glaub's nicht. Ah, die Katze folgt uns weiterhin. Wir sind Mann, des Todes geweiht. Wir sind des Todes. So, wir gehen jetzt mal rein und holen unser Kaugummi. Ich glaube, das brauchen wir. So, dem Kaugummi, das können wir ihm doch jetzt beibringen. Nee. Die Katze können wir die irgendwie... Na komm, nicht Hinterhof. Menno. So, hier hast du. Hier ist der Nikotinkaugummi. Wie versprochen. Ha, Spitze.
Kann ich dir eine Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay. Ein Streichholz hier, kann man brauchen. Bitte. Eine Kippe und ein Streichholz. Danke. Hier ist ein Kaugummi. Streichholz kann man gebrauchen. Jo, der kaut er wieder. Das können wir bestimmt doch. Ja, warte hier. Können wir Streichholz die Kippe ihm geben? Oder wie? Na, erstmal reden. Oder können wir. Nee. Warte. Können ihm doch das Ding jetzt reichen. Na komm. Ach, Menno. Der Schachteltyp. Tut mir leid, damit geht's nicht. Gut, dann suche ich mal weiter. Damit geht's nicht. Alles klar. Wienerisch ist der Typ auch noch. Hier, Kumpel. Damit geht's, oder? Klar, Mann. Das geht. Gib her. Hier. Na dann. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Alles klar. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie. Na, du weißt schon. Oder nicht? Schau mal, willst du den Trick nun sehen oder nicht? Nee, ja, eigentlich nicht. Kann's kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Nee, du hast den Ball weggekickt, das habe ich gesehen. Nennst du mich einen Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen einem magischen Ring, also... Klar bist du das, Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Das weiß ich schon. Egal, jetzt habe ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Gut, das Ding, das können wir doch gebrauchen. Hier, ab zum Hinterhof. Die Katze folgt natürlich auch einen Schritt. Ja. Da stecke ich meine Hand. Ja, ist klar. Nur mal so theoretisch. Oh, ja. Und jetzt natürlich anzünden, das Ding. Ja, warum nicht? Wendel, der Brandstifter. Da sind die Bienen jetzt weg. Verschwindet, ihr Drecksviecher, und kommt ja nicht wieder. Und jetzt? Da passt es offensichtlich nicht hin. Gut, irgendwo muss das doch hinpassen. Ist doch hier für den Wasserhahn, oder? Stift am Sperrhahn. Ja, genau das. Und jetzt? Kann ich nicht machen. Kannst du nicht machen? Na. Aber der Schlauch hier, da kommt Schlauch. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Funktionierender Schlauch. Das muss nicht bewässert werden. Es funktioniert. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat, versteht sich. 24 Stunden später, also wir können hier schon übernachten. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt hat er hoffentlich auch die Zutaten. Katze kommt. Okay, mal sehen, ob was gewachsen ist. Na, ich hoffe doch. Nikotin-Kaugummi. Ja. Wir sind jetzt der Nikotin-Kaugummi-Dino. Der raucht wieder, können wir ihm doch bestimmt hier wieder ein Kaugummi geben. Wie kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht, aber... Du solltest Nikotinkaugummi probieren. Das ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotinkaugummi ist das Einzige, an das ich nicht rankomme. Mach dir nichts draus, ich regel das. Und ich will nur eine Zigarette und ein Streichholz dafür. Ist doch ein guter Deal, oder?
Lauf schon. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Keine Angst. Ich sorg dafür, dass du immer Nachschub hast. Jo. Was wir mit der Zigarette anfangen, weiß ich nicht, aber Hinterhof. Da ist natürlich nichts gewachsen. Was zum... Du scheiß Vogel, verzieh dich! Das Einzige, was gewachsen ist... Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das werde ich Brooks sagen. Oder es wenigstens versuchen. Oh je, nein. Ich hab gesagt, du musst nur was anpflanzen. Irgendwas. Also, tut mir leid, aber in dir steckt einfach kein Gärtner. Da war das doch liegt was. An dem blöden Vogel. Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Das Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmere dich drum. Ah je. Jetzt nochmal die ganze Sache mit den Bienen, die sind ja jetzt wieder da. Zigaretten, so jede Menge. Okay. Okay. Vielleicht. Nee, klar. Damit kann ich sicher was anfangen. Aber nicht hier. Aha. Wir haben doch. Warte mal kurz. Nee. Hier. Nope. Ganz genau. Das haben wir vom letzten Tag natürlich nicht aufheben können. Sehr gut. Und jetzt? Sehr gut. Okay. Und dem jetzt noch? Ja. Jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank du auch, du hast den Stank mit dir, Don. Du hast den Schwamm mit dir dabei. Oh, Katze. Was macht die Katze? Geht jetzt zu der Heuschrecke. Zu der Vogelschrecke. Jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Ja, gut. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Ja, aber sowas von. Gut, jetzt das Ganze nochmal von vorn. Also jetzt hier nochmal Laub. Und das Laub jetzt. Jetzt, wir sind ja schon erfahrener Gärtner. Jetzt hier mal Laub in den Trog. Den Schlauch, den wir natürlich auch nicht behalten haben. So, nee, Zigaretten brauchen wir da jetzt nicht. Streichholz, zack, verschwindet. Ich will mein so, und jetzt Schlauch dran und das fällt ein wenig. Den kann ich erst benutzen, wenn ich das... Ja, ist gut. So, hier. Und... Vor dem Wässern sollte ich erstmal was... Ja, ich dachte, das wär's schon. So, hier einpflanzen. Ein bisschen Klee. Was das auch bringen soll, wenn man Klee anpflanzt. Ist normalerweise Unkraut. Okay, aber von mir aus jetzt bei Zedin. Na komm. Über Nacht wird da vielleicht jetzt was gewachsen sein. Okay, also Junge. Hoffentlich klappt es jetzt. 24 Stunden später. Na dann. Ich bin gespannt. Okay, heute ist der große Tag. Auf zum Feld. Nikotinkaugummi. Täglich grüßt das Murmeltier. So, du wirst noch überrascht sein. Na komm, ich hole mir wieder ein Streichholz. Das brauchen wir schließlich für die Bombe. Die Bombe.
Sleazy. Keine Zeit jetzt zum Feilschen. Ich muss aufs Feld. Musst du aufs Feld? Okay. Na super. Ich hab's geschafft. Es wächst was und die Krähe hat's mich aufgefressen. Mann, ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Immerhin etwas. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Einkleblatt. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Murray. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Damit können wir bestimmt auch andere Türen öffnen. Murray. So, wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Vorhänge, Schloss öffnen. Dann war Dünger. Ich wusste doch was anfangen. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. So, nimm dir was. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Brauch nur ein bisschen Geduld. Aha. Geduld haben wir nicht. Aha. Streichhölzung. Kaugummi, Streichhölzer. Kaugummi, Streichhölzer. Ja. Ewigkeiten später. Tag 2189. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Tja. Immer eins nach dem anderen. Der König auf seinem Thron. Schätze nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst für das die nicht. Ist es ja nur ein Tag. Zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Okay. Ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. War jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und oh je. Hab ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Zwei Zutaten noch besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Oh weia. Können wir nicht einfach danach fragen und dann bringen sie uns das? Oh wei. Gut, ich brauche mal eine kleine Aufnahmepause. Ich habe jetzt hier schon lange durchgespielt. Jetzt sind wir auf jeden Fall in besseren Positionen und können vielleicht an die Materialien besser drankommen. Wir haben jetzt hier einiges an Vorräten, die wir hier verkaufen können für bessere Bedingungen. Na dann. Wir sehen uns. Bis dahin.